Die Niedermünsterkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Bischof Rudolf Voderholzer am Aschermittwoch die Fastenzeit für das Bistum einläutete. Bischof Rudolf möchte, dass die Gläubigen die 40 Tage vor Ostern bewusst erleben. Auch und gerade das Osterfest feiern wir nicht unvorbereitet. Da stolpern wir nicht einfach darauf zu, sondern wir gehen bewusst einen Weg der inneren Bereitung. Fasten, beten und Almosen geben. Unter diesen drei Gesichtspunkten bereiten sich unzählige Christen auch im Bistum Regensburg auf Ostern vor. Ja, auf alle Fälle, klar. Man muss ja Akzente setzen im Jahr, ne? Ja, schon. Wir halten uns da auch einigermaßen dran. Nicht ganz, aber so es die Gesundheit noch zulässt. Als Umkehrzeit zur Fülle des Lebens. Umkehren und sich neu ausrichten im Leben. Auch jüngere Menschen entdecken hierfür das Fasten für sich. Mich interessiert die Fastenzeit schon. Ich habe mir auch was vorgenommen für die Fastenzeit. Irgendwie ist es mal gut, so eine Pause im Alltag drin zu haben. Und ich glaube, dass die Fastenzeit eine ganz gute Gelegenheit ist, mal zu ergreifen, sich da auf sich selber ein bisschen zu besinnen. Und worauf soll in diesem Jahr besonders verzichtet werden? Ja, ich verzichte dieses Jahr auf Alkohol und auf Facebook. Genau, das ziehe ich eigentlich auch ganz gut durch bisher. Bei den Zisterzienserinnen in Waldsassen wird die Fastenzeit ebenfalls als wichtige Zeit des Kirchenjahres begriffen. Äbtissin Letizia Fech sieht dies auch als Verpflichtung für Ordensmenschen, die der benediktinischen Spiritualität anhängen. Also der heilige Benedikt hat in seiner Regel beschrieben, die Fastenzeit im 49. Kapitel, dass die Mönche eigentlich ein ganzes Leben lang Fastenzeit leben sollten, aber weil das wenige können, möchte er, dass sie gerade diese Fastenzeit, die jährlich anfällt, in besonderer Klarheit und Konsequenz leben, als Zeit und als Möglichkeit der Rückkehr zu Gott. Für Äbtissin Letizia steht fest, wer bereit ist, auch einmal zu schweigen und für Gott auf etwas zu verzichten, der beschenkt damit am Ende sich und andere. Wir sind ja sowieso ein Schweigeort, aber wir versuchen im Schweigen Gott dann noch tiefer zu begegnen, aber durch das Schweigen mit Gott auch einander besser zu begegnen, weil ich einfach besser hinhören kann auf den anderen. Und wir geben von dem, was wir bei Essen und Trinken einsparen, eben den Armen. Also es ist uns sehr wichtig und vor allem eben die Begegnung, die tiefere Begegnung mit Gott. Und Gott im Anderen. Das ist eigentlich auch die Spiritualität der Zisterzienser. Die Fastenzeit regt dazu an, einen Neuanfang zu wagen und alte Gewohnheiten in Frage zu stellen. Und zumindest einmal pro Jahr sollte ein Nachdenken über das eigene Leben wohl drin sein.